und es macht voll Spaß. Für mich ist es auch zum Beruf ein Riesenausgleich. Ich brauche nicht nur meinen Körper, sondern ich brauche auch meinen Kopf. Um wirklich über längere Zeit konzentriert zu laufen, das ist einfach so spannend. Jedes Mal in einer anderen Umgebung, immer wieder eine neue Herausforderung. Das macht unglaublich Spaß schon seit 30 Jahren. Weil es nicht immer das gleiche ist wie zum Beispiel auf der Bahn, wo man nur im Kreis läuft, sondern man hat jedes Mal eine neue Bahn durch die interessantesten Wälder, durch die interessantesten Gebiete Europas und sogar in der ganzen Welt. Und man hat immer eine neue Herausforderung, es ist immer lustig und interessant. Es ist einfach so geil, weil du einfach bei jedem Lauf was anderes hast, was Neues, eine andere Bahn, ständig neue Herausforderungen und bergauf, bergab, durch Sümpfe, über Steine, Wege, quer, Sümpfe, es ist einfach so geil zum Laufen. Es ist gut für die Füße, also ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme mit Gelenken oder Achillessehne. Und ja, man lernt auch mit jedem Wetter umzugehen, weil egal ob stürmt, schneit oder ob 35 Grad sind, der Wettkampf findet immer statt. Ich liebe es, in der Natur zu laufen und einfach zu kämpfen und auch mal wirklich voll dreckig ins Ziel zu kommen, und das ist Feeling. Letztes Jahr habe ich angefangen und durch meinen Bruder, weil der jetzt schon 3 Jahre läuft. Auf der Straße laufen kann man immer, aber im Wald quer durch ist es ziemlich lustiger. Die Komponente des Denkens, des Planens, des Überlegens, also das macht das Ganze einfach so spannend. Man vergisst dann komplett darauf, dass man eigentlich schnell läuft. Und man hat das Ziel vor Augen, den Posten möglichst gut zu finden, und dadurch geht es viel einfacher und macht extrem viel Spaß. Man muss einerseits laufen können, aber dann kommt noch der technische Aspekt dazu und man ist immer in einem Wahnsinnsgelände unterwegs. Also es ist nie Fahrt beim Orientierungslauf. Also ich glaube, dass Orientierungslauf gerade für Jugendliche ein bisschen so das Abenteuer weckt. Also es gibt das Geocaching mit GPS-Geräten, wo man im Gelände unterwegs ist, heutzutage relativ häufig. Orientierungslauf ist, sage ich jetzt einmal, die professionellere Form davon, wo man mit einer Karte und schnell laufend im Wald unterwegs ist. Einfach eine Faszination, die da ist, im Wald unterwegs zu sein und jedes Mal ein geniales Erlebnis zu haben, wenn man am Postenpunkt anläuft. Das ist eine Bestätigung, die man bekommt, wenn man was richtig gemacht hat. Und das kriegt man im Leben nicht so oft. Aber im Orientierungslauf hat man sehr oft die Möglichkeit, das zu erreichen. Ja!